Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode unseres neuen Formats Frag Dartsturm. Heute wieder mit, ich glaube, 7 oder 8 spannenden Fragen rund ums Thema Boards, Darts und allem, was mit dem tollsten Sport der Welt, Darts, zu tun hat. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr die Glocke drückt und einfach uns supportet. Wie immer könnt ihr auch ganz gerne eure Fragen in die Kommentare zu diesem Video schreiben und wir beantworten diese dann im nächsten Video. Jetzt geht's los, nach dem Intro, viel Spaß! Was ist eurer Meinung nach das langlebigste Steel-Dart-Board? Spiele täglich 3 bis 4 Stunden und drehe mein Board alle 2 Wochen. Okay, also diese Frage ist natürlich nicht einfach so zu beantworten. Ich meine, 3 bis 4 Stunden pro Tag ist wirklich schon eine ganze Menge. Gerade wenn man überlegt, dass die Profis so 6 bis 8 Stunden am Tag spielen. Die kriegen ihre Boards gesponsert und müssen die deswegen auch wirklich regelmäßig tauschen, weil sie so einen hohen Verschleiß haben. 2 Wochen drehen finde ich persönlich zu wenig, gerade wenn du so oft spielst. Man sollte das Board eigentlich schon dann drehen, sobald man, am besten noch sogar vor man diese ersten weißen Sisalfasern sieht. In deinem Fall vielleicht alle 1, 2, vielleicht 3 Tage. Aber auch da kommt es wieder drauf an. Hast du eine Streuung wie eine Schrotflinte, dann ja, verschleißt das Board natürlich viel gleichmäßiger, als wenn du immer nur das Triple 20 Segment triffst. Generell, boah, wenn du mich jetzt nach einem Board fragen würdest, Short Bandit kannst du spielen, klar. Duro ist schön hart, hält auch lange, braucht aber eben Pflege. Viele Spieler haben da das Problem mit der dünnen Spinne, dadurch, dass sie das Board einfach nicht oder zu selten drehen, dass dann ein Segment zu sehr abgespielt ist, das nach außen drückt und die Spinne sich verbiegt. Da ist einfach viel Pflege angesagt. Möchtest du natürlich da nicht so arg drauf achten und das Board wirklich nur alle 1, 2 Wochen drehen, dann solltest du dir vielleicht mal in der Ecke von Winmar umschauen. Gerade Winmar Blade 5 Dual Core oder Winmar Blade 5 ist da wunderbar. Denn diese Boards hier, die haben eine etwas dickere Spinne, die ist auch wirklich massiv. Da hat man das Problem mit der Spinne, die sich verbiegt, nicht in der Art. Und ja, Blade 5 oder Winmar Boards im Allgemeinen sind natürlich die Flaggschiffe, werden beim DDV eingesetzt. Und ja, da machst du mit Sicherheit nichts verkehrt. Du musst halt immer im Kopf haben, es kommt auch auf die Darts an, die du spielst, das Gewicht, dein Wurfstil, welche Spitzen du spielst. Hast du Boardkiller-Spitzen, verschleißt dein Board natürlich deutlich mehr als zum Beispiel bei glatten Spitzen. Aber das sind einfach so viele Faktoren, da musst du einfach mal schauen, was für dich passt. Meine Empfehlung an dieser Stelle, Blade 5, sehr pflegeleicht und ein richtig gutes Board. Oder wenn du wirklich das High-End-Dartboard am Markt haben möchtest, dann das Shot Bandit und dann eben regelmäßig pflegen. Hey Anna, kannst du die neue Zen-Reihe von Shot zeigen? Das wäre cool. Viele Grüße. Ja, habt ihr jetzt hiermit gesehen? Danke an Florian, der hat nämlich gestern ein wunderbares Video gelauncht, ist auch hier verlinkt, über die neuen Zen-Modelle. Ja, und ich dachte mir, dann zeige ich dir lieber mal die Inked Wallets. Das sind sozusagen die Nachfolgermodelle von den Insignia Wallets. Die gibt es in Rot, in Weiß, in Braun und in Blau. Und die haben immer eine schöne Prägung vorne drauf, in verschiedenen Motiven. Du hast innen auch ein Hardcase, in dem dann deine L-Style Flights wunderbar geschützt sind und dadurch eben nicht geknickt werden können. Und ja, ich finde es super, sehr hochwertig verarbeitet und runde das perfekt ab. Welches ist deine Lieblingsfarbe? Ich finde das Braune am schönsten, weil es eben ledermäßig, naturmäßig aussieht und perfekt dazu passt. Was haltet ihr von M3 Darts und warum bietet ihr die bei euch im Shop nicht an? Boah, ganz ehrlich gesagt, ich halte persönlich nicht viel von M3 Darts. Sie sind unglaublich dünn, ja, das ist wahrscheinlich auch der einzige Vorteil, den sie haben. Aber ja, nur dünn ist nicht unbedingt besser, denn wenn man aufs selbe Gewicht kommen möchte, werden sie natürlich automatisch dann auch länger. Dann hat man natürlich das Thema, es gibt ganz wenig, also genau genommen nur einen Hersteller für M3 Darts. Ja, das heißt, die Auswahl ist extrem gering. Und wenn man jetzt mal schaut, Target, L-Style, alles, was man so bekanntes auf dem Markt hat, ja, funktioniert mit M3 nicht, denn es gibt keine Schäfte dazu. Und auch die Flightaufnahme, L-Style, ist dicker. Auch die Champagne Rings funktioniert auch nicht. Klar, du kannst normale Flights spielen. Okay. Aber auch wenn es dann in Richtung Conversion Points geht oder Steel Darts, es gibt halt einfach sehr, sehr wenig auf dem Markt. Soft Dart Spitzen hingegen gibt es zum Beispiel mit den M3 von L-Style zumindest ein paar ordentliche Markenspitzen. Aber ja, das war es dann im Endeffekt auch schon. Es gibt nicht diese High-End-Grip-Techniken, diese mega geilen Beschichtungen etc. Also hast du etwas von M3 im Shop?
Ja, wir haben nur die M3-Spitzen, wie gesagt, wo wir ja zumindest ein paar brauchbare E-Dart-Spitzen haben. Aber generell ist es einfach das Thema, viele Spieler möchten ja auch ein bisschen dickere Darts spielen. Sie möchten verschiedene Formen probieren, Griffmulden. Und wenn der Barrel schon so dünn ist, wo will ich da noch eine Griffmulde reinpacken? Wo will ich da groß an der Form rumspielen? Und daher ist einfach die Nachfrage nach M3 unglaublich gering. Ich glaube, seitdem wir den Shop jetzt in 5 Jahren haben, haben uns vielleicht 5 Leute gefragt, ob wir auch M3-Zubehör oder M3-Darts haben. Und das ist einfach so eine extreme Nische. Ja, es macht keinen Sinn, die zu bedienen und dementsprechend nein, wir führen kein M3 außer die S-Spitzen. Anna, ich suche Steel Darts mit einem geraden Barrel, welche kopflastig sind. Die soll es geben. Die sind dann wohl innerhalb aufgebohrt. Es gab mal so etwas Ähnliches, dass die innen hohl sind und du dann Gewichte reinmachen konntest und dadurch die Balance ändern konntest. Die sind aber nicht mehr auf dem Markt verfügbar. Und Winmar hat aber 2 Modelle, die genau das haben, was du beschrieben hast. Ein gerades Barrel und ganz minimal kopflastig. Sind beide von Winmar, einmal der Stratos und einmal der Esprit. Die haben 2 verschiedene Tungstengehälter. Einmal hinten 85% und vorne 95%. Und dadurch ist es eine unterschiedliche Dichte und sie sind wirklich so minimal kopflastig bei geraden Barrel. Wie wurden die beiden Teile verbunden? Die wurden zusammengeklebt und dadurch eben gut verbunden. Ja. Magst du noch kurz den Grip der Darts beschreiben? Ja, ihr werdet es jetzt hier nochmal sehen. Beim Stratos ist es ein schöner Ringgrip, einfach gehalten, aber dennoch viel Grip. Und die Esprit Darts haben ähnlich wie die Darts von Vengeance in allen Richtungen Grip und auch so diesen V-Grip. Was haltet ihr von Dart-Ockys? Ein Teppich halt. Ja, das ist so ein Teppich, wie gerade angesprochen. Es gibt ihn natürlich wieder in unzähligen Variationen. Angefangen von der Größe 60, 90 breit. Möchte man ein Oki haben, möchte man kein Oki haben. Oki ist ja diese Leiste, Holzleiste, wo man dagegen treten kann, damit man einfach ein Gefühl hat, ohne dauernd genau auf die Linie schauen zu müssen. Dann gibt es natürlich verschiedene Designs, von unserem grünen eigenen Design über Rot, über auffällige PTC-Matten und so weiter. Und das ist natürlich wieder Geschmackssache. Ebenso ist es auch mit den Okis. Also ich persönlich spiele sehr, sehr gerne mit Oki, weil ich mich dann einfach ans Board stellen kann und dann werfen kann. Und das ist einfach für mich sehr angenehm, weil ich nicht auf den Fußboden schauen muss. Auf der anderen Seite gibt es dann die typische Fraktion, ich spiele im Wohnzimmer Darts. Und da ist dann spätestens, wenn die Frau ja, das Wohnzimmer ja auch mitbevölkert, das Problem, sie möchte nicht übers Oki fallen. Und dann wird es meistens der Kompromiss und es wird ein Oki weggelassen. Also man hat nur einen Teppich so. Klar, es gibt noch die Luxusversion wie bei uns hier, dass man aus wirklich Holzbrettern ein massives Podest baut mit Alu und Teppich und so weiter. Aber die meisten Dartspieler greifen dann doch eher zu so einer typischen Teppichmatte zurück. Die ersetzt quasi die Abwurflinie oder das Klebeband auf dem Fußboden. Man hat einen schönen stylischen Bodenschutz gleich mit dazu. In unserem Fall haben wir eine Anti-Rutsch-Unterseite an der Matte und eben auch ein schönes Oki. Ja, Anna? Wie wird denn dieses Oki befestigt oder kann es auch wegrutschen? Also das Oki selber ist im Endeffekt auf die Matte drauf und dann von unten festgeschraubt mit einer entsprechenden Gegenplatte am Boden. Die gesamte Matte hat dann aber auch nochmal eine Gummirückseite, damit sie eben nicht wegrutschen kann. Ja, wenn du dir aus Holzplatten wie in dem Fall was baust, dann liegt es natürlich fest am Boden auf und kann nicht wegrutschen. Bei so einer Matte, ja, du kannst sie zusammenrollen, wenn du gespielt hast, und wieder wegräumen. Aber währenddessen du wirfst, stehst du ja auch auf der Matte und dadurch hast du das Gewicht auf der Matte und dann, wenn du gegen das Oki trittst, kann das natürlich dann auch nicht wegrutschen. Euer Top-Dart der Firmen Bulls, Target, Red Dragon, Winmau und Unicorn. Ja, dann fange wohl ich an mit Bulls. Bei Bulls ist mein Favorit der Dirk van Dijvenbode Steel Dart und zwar nicht der normale, sondern der Obergenius. Der Obergenius hat eine richtig coole Barrelform, erinnert auch ein bisschen an den Phantom 90 von Bulls, hat aber ein zweifarbiges Barrel in einem richtig coolen Lila, passend zu Obergenius, einen schönen feinen Nano-Grip auf den bereits vorhandenen Ringgrip. Die Nase vorne läuft konisch zu, wir haben schwarze Steel-Dart-Spitzen und ja, halt überall Grip und das macht den Dart einfach ideal für viele Spieler. Dann Target. Target. Bei Target fällt meine Wahl auf Raymond van Barneveld, Generation 3. Dieser Dart, könnten jetzt viele sagen, ist nicht so viel besonders, aber meiner Meinung nach ein richtig cooler Dart. Denn wir haben den Pixel Grip, den ich mega cool finde. Wir haben zum anderen einen kompletten Nano Grip über dem Barrel, ab der Hälfte im vorderen Bereich. Wir haben außerdem schwarze Barrelbeschichtung, silberne Farbe, Swiss Point System, was patentiert ist, womit man mit sekundenschnellen Handgriff einfach die Spitzen wechseln kann.
Und natürlich die entsprechenden Barney Army Flights. Und das ist einfach auch von der Barrelform ein bisschen ähnlich zu den Dirk van Dijvenbode, aber eben auch der letzte Spielerdart von Raymond van Barneveld. Dann als nächstes Red Dragon, der Peter Wright World Champion Element Dart. Ist ja jetzt im Launch 2020 von Red Dragon gekommen. Der normale Dart, der absolute Bestseller. Mir gefällt der hier noch einen Ticken besser, da diese Elementbeschichtung hat. Ja, es ist so ein bisschen wie eine Nagelfeile vom Grip her hinten und vorne. Schön auffällig, wie man Peter Wright kennt. 90% Tungsten und den gibt es als Steel-Dart auch in 20 Gramm, was durchaus recht leicht ist für einen Steel-Dart. Ja, absolut. Also die Optik und auch der Grip sprechen absolut für sich. Dann als nächstes Winmow. Winmow. Hier ist es echt einfach gewesen. Der Mervyn King in seiner Special Edition. Die Bambus- oder Knochenform kennt man allgemein und die ist einfach wunderbar für Leute, die sich orientieren wollen, weil man quasi drei Gripmulden hat. Aber man hat jetzt nicht nur diese glatte Barrelform, wie man es bei der silbernen oder schwarzen Version bekannt ist, sondern man hat jetzt eben auch Ringgrip, also ein Doppelringgrip in den Mulden. Man hat Axialgrip drin und der ist dann auch nochmal versetzt. Und das ist einfach richtig griffig. Man hat eine geile Optik mit Schwarz, Silber und Rot. Und ja, man kann sich orientieren, man hat starken Grip. Es gibt ihn als Steel- und Soft-Dart und auch preis-leistungstechnisch ein richtig interessanter Dart. Und aus dem Hause Unicorn habe ich mir den Dimitri Vandenberg Dart ausgesucht. Darts von Unicorn sind jetzt nicht unbedingt das Griffwunder, muss man ja sagen, oder die Komplexität an verschiedenen Griparten. Der Dart ist aber trotzdem mein Favorit davon, weil der ein schönes, schlichtes Design hat, einen schönen Ringgrip hat, auch nochmal eine Unterbrechung im hinteren Teil und dann dahinter aber nochmal Ringgrip. Das heißt, wenn man den recht weit hinten hält, weiß man immer, wie man den Dart hält. Das Schöne an dem Dart ist auch, er ist zwar relativ ähnlich zum Rob Cross Dart, der ersten Generation von Target, aber der Ringgrip ist ein bisschen tiefer, ein bisschen scharfkantiger. Also auch wer jemand eine Alternative sucht zum Rob Cross Dart, der findet mit dem Vandenberg Dart einen Dart, der minimal griffiger ist, aber trotzdem in dieselbe Richtung geht. Wie vermeidet ihr Druckstellen beim Einpressen von Nano Storm Points? Oder lassen sich die manchmal einfach nicht vermeiden? Gut, ich fange mal so an. Wir benutzen hier von Target den Multipointer. Das ist so der High-End-Spitzenwechsler. Sieht auch bei uns schon dementsprechend gebraucht aus, da ihr natürlich fleißig unseren Spitzenwechselservice bucht. Wie oft hast du denn schon Spitzen gewechselt? Wir hatten neulich ein Gewinnspiel. Es war jetzt mittlerweile schon über 1000 Mal. Da mussten die Leute nämlich raten. Ja, genau. Zwecks den Druckstellen. Es kommt natürlich drauf an. Du musst die Spitzen richtig fest einpressen und die auch in einem geraden Winkel einspannen. Also nicht, dass sie so leicht nach oben sich stellen, weil dann funktioniert es nicht gut. Und dann sind möglichst wenig Druckstellen dabei. Aber gerade wenn du jetzt die Nano-Stormholz ansprichst, da gehen immer minimale Druckstellen rein, weil du musst die ja einspannen. Es ist ja Metall auf Metall. Und dadurch, naja, es ist eine Beschichtung, kratzt sie natürlich immer ab. Klar, man kann es mit irgendwelchen Einlagen versuchen und so weiter. Aber ja, das ist halt alles Bastellösungen. Ja. Was sind die schwierigsten Spitzen für dich zum Einpressen? Zum Einpressen? Tatsache eben die Nano-Storm Points, damit die Druckpunkte möglichst gering bleiben. Oder die Fire Points sind auch recht schwierig, weil die recht weit hinten diesen Ringgrip haben. Und da muss man auch fest anspannen, dass da keine Druckpunkte entstehen. Wenn wir schon beim Spitzenwechselservice sind, oft werden wir gefragt, ob die Spitzen und die Darts von den verschiedensten Herstellern kombinierbar sind. Also zum Beispiel Winmau-Spitzen in Target-Darts. Ja, das stimmt. Das werden wir echt oft gefragt. Generell passt alles in alles. Also jeder Dart passt in jede Spitze. Ob da jetzt ein Mikro-Nanometer Unterschied ist, kann natürlich mal passieren. Dann hilft ein kleiner Tropfen Loctite, also Metallkleber, und dann hält das bombenfest. Und es waren jetzt auch schon wieder die 7 Fragen, die an uns gestellt wurden. Denkt dran, am 2.5. ist wieder Livestream. Da sehen wir uns um 19 Uhr hier bei uns und ihr könnt live unsere Fragen stellen und wir können mit euch quatschen. Ich verlinke euch den Livestream direkt schon mal unten in der Videobeschreibung, denn ja, es gibt jetzt nur noch monatlichen Livestream, wo wir dann ja, das typische Format mit euch machen, euch Darts zeigen, eure Fragen beantworten im Livestream. Ansonsten packt eure Fragen in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bedanke mich wie immer fürs freundliche Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!